Morgen, der 17. Juli, ist ein astrologisch sehr wichtiges Datum, weil wir gleich zwei sehr wichtige astrologische Ereignisse haben werden. Und zwar haben wir einmal den Mondknotenwechsel von dem Tierkreiszeichen des Stiers in den Widder und wir haben Neumond in Krebs und aber auch noch einige andere astrologische Nebenschauplätze. Ich habe sowohl bezüglich des Mondknotenwechsels von Stier in den Widder ein Video schon verfasst. Wenn dich das interessiert, dieses Video baut auf das Video auf. Das habe ich hier unten extra für dich in der Videobeschreibung verlinkt und dort ausführlich erklärt, was es genau mit diesem Wechsel auf sich hat und was wir auch noch für Nebenschauplätze haben. Dann haben wir aber noch den Neumond in Krebs, ganz, ganz wichtig bezüglich der Manifestationskraft, was es für dich gilt zu ritualisieren in Form von Manifestation, worauf es hier zu achten gilt und wie die derzeitige oder wie die morgige Zeitqualität genau sein wird, um richtig in die Manifestation zu gehen. Auch hierfür habe ich bereits ein sehr ausführliches Video verfasst, auch hier unten für dich in der Videobeschreibung verlinkt. Neumond in Krebs mit den diversen anderen astrologischen Nebenschauplätzen. Dieses Video ist mehr so dafür gedacht, wie du jetzt die nächsten Tage durchleben wirst, beziehungsweise ich möchte dir hier anbieten und dir hier mehr für mehr Klarheit, aber vor allen Dingen für ein Bewusstsein verhelfen, welche Energien die nächsten Tage denn jetzt so stattfinden werden. Und zwar möchte ich in diesem Video hauptsächlich auf den Transit eingehen, beziehungsweise auf die Position, welche genau am 20. Juli stattfinden wird. Und zwar, das ist der Mars in Jungfrau, der dann in Opposition zum rückläufigen Saturn in Fische steht. Das ist ganz wichtig, weil der nördliche Mondknotenwechsel hier wirklich eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache ist. Der Wechsel von nördlichen Mondknoten im Stier in den Widder. Der Widder hat den Herrscherplaneten des Mars und deswegen ist es hier sehr wichtig, dass wir uns die nächsten Tage anschauen, wie es denn jetzt hier um den Mars bestellt ist. Ja? Welche Energien lebt der Mars jetzt gerade in den nächsten Tagen aus? Und das ist für dich sehr wertvoll, um für dich ein Bewusstsein dafür zu generieren, um besser damit umgehen zu können. Okay? Aber das allein isoliert reicht nicht. Wir haben noch andere Nebenschauplätze, die da wären. Also einmal, das wäre jetzt der Hauptschauplatz, in dem ich hier in diesem Video mit dir drüber sprechen möchte. Und dann haben wir aber noch die Opposition vom Neumond zum rückläufigen Pluto im Steinbock, der schon morgen zu spüren sein wird, aber auch quasi den Höhepunkt am 20. Juli erreichen wird. Aber diese Energie wird meiner Meinung nach so vom 17. bis 23. Juli zu spüren sein. Genauso verhält es sich mit dem Mars in Opposition zu Pluto. Am 17. wird das schon zu spüren sein, leicht am 18. stärker und am 20. wird eben der Höhepunkt sein. Wir haben hier aber noch einen sehr wohlwollenden Aspekt und das ist ein Trigon zum Neptun von der Sonne im Krebs, morgen in Trigon zum Neptun. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, zweckdienlicher Aspekt, der uns hilft, hier mehr Harmonie und vor allen Dingen aber auch mehr Fluss reinzubringen, weil die Hauptaspekte die nächsten Tage sind sehr, sehr spannungsgeladen. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass ich dir hier ein Bewusstsein für die Zeitqualität der nächsten Tage übermitteln möchte. Ein weiterer Aspekt, der auch super wichtig ist hier in diesem Video, wird sein, und zwar, der findet aber jetzt schon statt, ist schon die letzten Tage schon vorhanden, und zwar, das ist der Uranus im Stier im herausfordernden Quadrat zu der Black Moon Lilith in Tierkreiszeichen des Löwen. Ich habe schon in den vorherigen Videos, welche ich hier beide unten für dich verlinkt habe in der Videobeschreibung, etwas ausführlicher darüber geredet, aber ich möchte es hier nochmal wiederholen, vielleicht hier und da nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen und dir nochmal ein Bewusstsein für die Zeitqualität der nächsten Tage übermitteln. Mein Name ist Ryan Badlener, ich bin Astrologe und möchte dir in diesem, meinem YouTube-Kanal alles über die Astrologie beibringen und habe jetzt neuerdings auch noch angefangen, die Transite mit reinzunehmen. Transite, das sind
Position astrologische, die die derzeitige Zeitqualität erklären können. Und gerade jetzt in diesen unsicheren Zeiten bin ich der Meinung, ist das erforderlicher als je zuvor, in der Hoffnung, dass ich dir mit meinen Beiträgen für etwas mehr Klarheit verhelfen kann, um dir eine Art Sicherheit zu geben. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber zumindest kann man irgendwie astrologisch erklären, warum die Dinge sich gerade so abspielen, wie sie sich abspielen. Ich bin der Meinung, dass die Astrologie das mächtigste, stärkste Werkzeug dahingehend ist, um sich selbst zu erkennen, um sich selbst verstehen zu lernen, um vor allen Dingen herauszubekommen, wer man wirklich ist. Und da ist die Astrologie unglaublich mächtig und sehr effizient. Und meine Hoffnung ist, dir mit meinem YouTube-Kanal zu verhelfen, über die Astrologie, über das astrologische Wissen quasi, dir dabei zu verhelfen, dich selbst zu erkennen, ein Bewusstsein zu generieren und deine beste Version zu werden. Weil über die Astrologie kannst du herausfinden, wo deine Stärken, deine Schwächen, aber auch deine Potenziale oder auch deine Traumata und Blockaden liegen, um diese infolgedessen aufzulösen, um an deine latenten Talente zu kommen, deine Fähigkeiten, deine Potenziale und vor allen Dingen die unglaublich große Frage beantworten zu dürfen. Warum hat sich deine Seele dieses Leben hier ausgesucht und was gilt es hier für dich zu erreichen? Ja? Wie soll hier dein Lebensweg bestimmt werden? Ja? Wie hast du hier einen Einfluss darauf? Sehr, sehr mächtig. Du siehst, wie unglaublich kraftvoll und stark die Astrologie hier dir verhelfen kann, hier ziemlich willentlich stark bewusst einzuwirken. Falls du aber nicht die Geduld haben solltest, dir über meinen YouTube-Kanal zum Beispiel all das Wissen dir selbst beizubringen und dann infolgedessen über Versuch und Irrtum selber zu lernen, wer du bist und dich selbst zu analysieren, kannst du natürlich auch einen sehr intelligenten, schnellen Weg zu mir suchen und mit mir eine astrologische Sitzung durchmachen. Wenn dich das interessieren sollte, kannst du gerne hier runter in die Videobeschreibung gehen, mich dort kontaktieren und wir beide vereinbaren einen gemeinsamen Beratungstermin. Da aber eine astrologische Beratung, was sehr Intimes ist, was ein Mindestmaß an Vertrauen, aber vor allen Dingen ein gutes Gefühl, sowohl von deiner als eben auch von meiner Seite aus erfordert, weil ich eben über deine persönlichen astrologischen Daten sehr, sehr viele Einblicke auf deine Person gewinne und aller Wahrscheinlichkeit nach, nachdem du mir die Daten übermittelt hast, mehr weiß über dich als du selbst. Das ist meistens der Fall. Vielleicht bist du aber auch schon selber sehr hoch im Bewusstsein und dem ist nicht so. Erfahrungsgemäß ist das meistens so gewesen bei allen meinen Beratungen. Ja, aber deswegen ist es auch total wichtig, sowohl für dich als auch für mich ein gutes Gefühl füreinander zu haben, um halt auch sehr deep hier astrologisch beratend einsteigen zu können. Deswegen habe ich jetzt neuerdings etwas ins Leben gerufen und biete ein kostenloses, unverbindliches, 15-minütiges Kennenlernen-Erstberatungsgespräch an und habe eigens hierfür ein Video verfasst. Das Video extra hier oben für dich verlinkt und dort nochmal ausführlich erklärt und beschrieben, was es mit meiner Person auf sich hat, wo ich herkomme, warum ich das hier tue, was ich tue, warum ich ganz besonders gut bin in dem, was ich hier tue und worin hier der ganz große Mehrwert für dich liegt. Wenn dich das interessiert, check das gerne ab. Schreibe mich an und wir beide vereinbaren was. Mich würde trotzdem sehr interessieren, was du bezüglich der jetzigen Zeitqualität oder im Allgemeinen bezüglich all der Themen, die ich in diesem Video hier ansprechen werde, für praktische Erfahrungen gesammelt hast. Bitte teile deine praktischen Erfahrungen und dein Wissen mit unserer Community und hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden willst, bist du herzlichst willkommen. Abonniere gerne meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du informiert wirst, sobald ich hier wieder ein neues Video hochgeladen habe. Nun gut, also am 17. haben wir Neumond und den Mondknotenwechsel vom Stier in den Widder. Lass uns beginnen in diesem Video, in dem wir den Transit beleuchten, der Wechsel vom Mondknoten im Stier in Widder. Ja, das hat sehr viel zu bedeuten. Das bedeutet, dass wir ab morgen den nördlichen Mondknoten im Widder haben. Okay? Und der nördliche Mondknoten hat auf kollektiver Ebene mit unserem Karma zu tun, mit unserer Seelenaufgabe, wo es hingeht, wo wir uns hinentwickeln wollen, mit der Zukunft. Der südliche Mondknoten, welcher sich dann im Waage befinden wird, hat mit unserer Vergangenheit zu tun, mit all den Themen, die wir loslassen wollen, die wir gemeistert haben, okay, die wir hinter uns lassen wollen, aber auch mit deinen Talenten. Ja? Talenten in dem Sinne, dass die guten südlichen Mondknoten-Eigenschaften in Waage, die guten Dinge,
nämlich deine Talente oder die Talente auch auf gesellschaftlicher Ebene, wir mitnehmen wollen, in den nördlichen Mondknoten in Widder zu integrieren. Ganz wichtig ist hier, dass du für dich verstehst, dass der nördliche Mondknoten eine sehr, sehr, sehr intensive Energie ist. Das handelt sich hier nicht um einen Planeten, sondern um einen mathematisch errechneten Punkt. Im Grunde genommen sind es jetzt zwei, es ist eine Achse, ja? Und es sind immer die gegenüberliegenden Tierkreiszeichen. In dem Fall ist das gegenüberliegende Tierkreiszeichen vom nördlichen Mondknoten der Widder die Waage. Okay? Das ist ganz wichtig für dich zu verstehen, dass die nördliche Mondknotenenergie eine sehr, sehr obsessive, intensive Energie ist, die auch so intensiv und obsessiv sein muss. Warum? Weil das Gefälle, was es zu überwinden gilt, vom einen Achsenende zur anderen zu gehen, bedarf es sehr viel Energie, weil wir auf seelenkollektiver Ebene in diesem nördlichen Mondknotenthema, welches das Tierkreiszeichen beleuchtet, nämlich in Widder, nicht so viele Seelenerfahrungen haben. Okay? Und da brauchen wir sehr viel Energie, sehr viel Power, um schon quasi extrem, ja, vom südlichen Mondknoten der Waage das Gefälle zu überwinden, um in den nördlichen Mondknoten Widder vorzubrechen. Und das bedeutet, dass aller Wahrscheinlichkeit nach hier sehr viele Fehler gemacht werden. Und die meisten Fehler passieren, wenn hier etwas unbewusst passiert. Und deswegen mache ich ja auch hier diese YouTube-Videos. Und deswegen ist es auch so wertvoll für dich zu verstehen, was es mit der derzeitigen Zeitqualität auf sich hat, um ein Bewusstsein dafür zu generieren und um eigenverantwortlich hier reinzugrätschen und quasi diese Energie für dich nutzbar zu machen. Eigenverantwortlichkeit ist hier ein ganz großes Schlagwort für den nördlichen Mondknoten im Widder. Okay? Das heißt, die Hauptthematik vom nördlichen Mondknotenwechsel vom Stier in den Widder heißt, dass vorher war das Stierthema wichtig, ja, irgendwie unser Selbstwertgefühl zu finden, Urvertrauen zu generieren, zu verstehen, dass wir auf uns selbst zählen können und dass wir uns wertvoll fühlen können, wir eine Art Würde darüber entwickeln, nicht mehr so ängstlich sind und infolgedessen einfach ein sinnvolles, reiches Leben und vor allen Dingen ein Leben in Fülle und Reichtum leben dürfen. Aber nicht auf andere Leute kosten, weil das Wichtige ist, da war die Aufgabe gewesen, den südlichen Mondknoten in Skorpion loszulassen und das hatte sehr viel mit Transformation zu tun, mit Manipulation, Macht, Ohnmacht, dass die Ressourcen der anderen. Und dann haben wir aber noch einen sehr spannungsgeladenen Aspekt zum rückläufigen Pluto, der sich derzeit im Steinbock befindet. Das sorgt jetzt sehr, sehr stark, oder meiner Meinung nach ist das hauptverantwortlicher Planet die letzte Zeit dafür, dass die Zeiten gerade sehr unsicher sind. Okay? Der Pluto sorgt für Transformation. Der rückläufige Pluto im Steinbock, im Spannungsquadrat zum nördlichen Mondknoten morgen in Widder, aber auch schon seit einiger Zeit ist dieses Spannungsquadrat schon vorhanden, sorgt für diese Unsicherheit. Ja? Für die Unsicherheit auf gesellschaftlicher Ebene, dass wir heutzutage einfach nicht wissen, was uns erwartet, wie es gesellschaftlich weitergehen soll. So viele unsichere Themen sind gerade hier vorhanden, wo keiner wirklich weiß, wie es weitergeht. Und deswegen hoffe ich hier dir mit meinem YouTube-Kanal und mit diesem Video dir für etwas mehr Klarheit und vor allen Dingen Orientierung zu verhelfen. Also das Hauptthema lautet hier quasi in die Selbstermächtigung zu gehen. Der nördliche Mondknoten in Widder bedeutet, dass man quasi proaktiv, selbstermächtig, selbstwirksam ein Selbstbewusstsein generiert und quasi für das einsteht, was man will. Unabhängig von der Gruppe, unabhängig vom Partner, unabhängig von den Freunden, einfach wirklich für sich alleine einzustehen und sehr mutig für sich einzustehen. Sehr mutig für sich ein Bewusstsein zu generieren und quasi sich das zu holen, was du dir selbst wert bist. Okay? Wichtig ist nur hier, wenn ich das jetzt alles sage, solltest du nicht Gefahr laufen zu glauben, ja, wenn der Ryan das so sagt, dann ist doch jetzt alles super und die ganze Menschheit wird jetzt selbstbewusst und alles ist gelöst. Leider nicht. Leider nicht, weil es gibt immer eine bewusste und unterbewusste Manifestation bei dieser Thematik, die ich dir jetzt hier gerade erkläre, aber auch schon in den beiden vorherigen Videos erklärt habe. Okay, also die bewusste
Version ist, dass du für dich verstehst, okay, dass du jetzt bewusst selbstwirksam wirst und du verstehst, dass du für dich selbst alleine einstehen möchtest, dass du Verantwortung für dich selbst hast, unabhängig von deinem familiären Hintergrund, von deinem kulturellen Hintergrund, welche Regierung gerade herrscht oder welche Freunde du hast, welchen Partner du hast. Hier ist es wichtig, dass du dich von diesen Dingen löst, dass du für dich verstehst, so, ey, egal wer, wie, wo, was, wann, mit wem ich hier irgendwie was zu tun gehabt habe, jetzt ist die Zeit, um für dich das in Frage zu stellen und dir die Frage zu stellen, wer bringt dich weiter, wer hält dich zurück, wen hältst du zurück, okay, dass du auch für dich korrekt und ehrlich bist und dir die Frage stellst, so, hey, vielleicht bist du auch jemand, der gerade jemand zurückhält. Und indem du vielleicht das verstehst, lässt du es los und lässt einfach zu, weil hier eines der größten oder beziehungsweise die beiden größten Schlagworte hier in diesem Video lauten Hingabe und Demut. Okay? In diesem Video geht es sehr stark um Hingabe und Demut, weil das die Lösung für die nächsten Tage ist bezüglich der Zeitqualität, bezüglich der sehr spannungsgeladenen astrologischen Energien, die derzeit vorherrschen. Okay? Und es ist einfach, dass einfach, also wir wollen jetzt auf gesellschaftlicher Ebene ein Selbstvertrauen entwickeln, indem wir erstmal ein Selbstbewusstsein herbeiführen, infolgedessen Klarheit gewinnen und sich seinen Themen stellen, ehrlich mit sich selbst zu sein und bewusst eine Veränderung oder eine Entwicklung, besser gesagt, einläuten, um selbstwirksam zu werden und um durch Aktionen sich selbst zu beweisen, dass du es selbst schaffen kannst, alleine, ohne fremde Hilfe, dass du für dich selbst alleine stehen kannst, selbst für dich einstehen kannst, dich selbst versorgen kannst, du komplett hauptverantwortlicher für dein Leben bist. Es ist ganz wichtig, dass du diese Thematik verstehst. Wie gesagt, ich habe bereits schon ein Video dazu verfasst, das Video hier unten für dich verlinkt. Check das nochmal ab. Da beschreibe ich nochmal im Detail die nördlichen Mondknoten, Position im Widder. So, wichtig ist jetzt hier, deswegen mache ich auch dieses Video, ich möchte jetzt hier beleuchten, was es mit dem Herrscherplaneten der nördlichen Mondknotenposition in Widder auf sich hat. Und der Herrscherplanet vom Widder ist der Mars. Und der Mars wird sich am 20. Juli in Opposition zum rückläufigen Saturn befinden. Okay? Diese Energie fängt aber schon ab dem 17. ganz leicht an, aber am 18. immer stärker und hat den Höhepunkt am 20. und wird dann so langsam wieder abflachen bis zum 23. Juli. Und die Energie ist da rückläufiger Saturn gegenüber von Mars in Jungfrau. Und der Saturn ist rückläufig in Fische. Und das ist eine sehr, sehr anstrengende Position. Oppositionen sind harte Aspekte. Das bedeutet, das ist so eine Art Tauziehen, dieses Hin und Her. Und das ist sehr spannungsgeladen, sehr aufreibend. Und es ist so, dass der Mars, der sich jetzt schon im Tierkreiszeichen der Jungfrau befindet, jetzt hier willentlich aufräumen will. Okay? Und das ist meiner Meinung nach eine ganz gute Position, wo der Mars sich ganz gut fühlt und wir das hier für uns anwenden können. Natürlich bitte habe immer auf dem Schirm, dass es auch wichtig ist, wie dein Horoskop ausschaut, dein individuelles Horoskop, in welchem Haus sich diese Transite in deinem individuellen Horoskop sind, weil die Häuser sind für die Lebensbereiche verantwortlich, wo diese Energien, die ich jetzt hier erkläre, manifestiert werden. Ja, wenn du das wissen willst, dann check bitte auf jeden Fall die Häuser ab, in welchen sich die Planeten befinden, die ich jetzt hier erläutere. Okay, das bedeutet quasi, Mars-Opposition, rückläufig Saturn, heißt, dass quasi hier die Willensenergie des Mars blockiert und eingeschränkt ist. Der Mars will hier schon teilweise sehr kriegerisch, sehr proaktiv, sehr energisch, sehr dynamisch zur Tat schreiten, aufräumen und alles relativ schnell glätten an Wogen, was es zu glätten gilt, okay? Und seine Ziele schnell erreichen. Mars ist nicht die geduldigste Energie, wohingegen aber Saturn mit der geduldigste Planet von allen ist, meiner Meinung nach, okay? Und da ist so, dass quasi der rückläufige Saturn diese Energie blockiert und es sehr gut sein kann, dass, ne, wie ich dir gerade gesagt habe, die nördliche Mondknoten
Position in Widder auf gesellschaftlicher Ebene sorgt jetzt dafür, dass wir alle selbstwirksam werden wollen, dass wir selbstbewusst werden wollen, Selbstvertrauen entwickeln, Selbstachtung, alles, was mit dem Selbst zu tun hat und selbst zur Tat zu schreiten und einfach eine Selbstermächtigung durchzuführen. Ja? Und eben genau jetzt dieser herausfordernde Aspekt zu Saturn sorgt dafür, dass wir hier Anlaufschwierigkeiten haben bezüglich dieser Energie. Wir wollen, aber der Mars hemmt das irgendwie. Und der Mars rückläufig in Fische bedeutet quasi seriöse Spiritualität und der sorgt quasi dafür, dass du die spirituelle rosarote Brille derzeit die letzten Tage schon abgenommen hast und für dich eine nüchterne Bestandsaufnahme vorgenommen hast. Und diese nüchterne Bestandsaufnahme kann gewisse Ängste bei dir hervorgerufen haben. Und diese Ängste wiederum können dich in gewissen Themen verhaften lassen. Ja? Dass du irgendwie das Gefühl bekommst, ja, ich habe eh keine Macht. Wer bin ich denn? Was habe ich für einen Einfluss hier auf dieser Welt? Die Dinge passieren ja eh so, wie sie passieren. Ja? Welche Rolle spiele ich hier? Ich bin eh nicht wichtig. Und diese Energien können vorherrschen. Und lass mich dir hier sagen, das ist ganz wichtig. Du bist sehr, sehr wichtig, okay? Und die Welt, die du in den Nachrichten, im Fernsehen oder im Internet siehst, ja, das ist eine Welt, beziehungsweise da gibt es mehrere Welten, immer unterschiedlichste Perspektiven. Ja, ist auch ganz wichtig, dass das auch nicht mal die Wahrheit ist. Aber nehmen wir mal an, das wäre die Wahrheit und das ist dann eine Welt. Ja, wir leben hier auf einer Welt. Aber ich möchte dir anbieten, wer sagt, dass die Welt, die wir im Fernsehen sehen, wichtiger ist oder die Welt, von der wir glauben, auf der wir leben, als die Welt, in der sich ein kleines Kind befindet oder beziehungsweise ein kleines Kind schaut durch, oder wenn du durch die Augen eines kleinen Kindes schauen würdest, würde sich die Welt ganz anders anfühlen. Okay? Das ist die Welt des kleinen Kindes. Oder es gibt eine Welt einer Frau, eines Mannes oder egal, jedes Lebewesens. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Und hier bin ich der Meinung, gibt es keine wichtigere, bessere Welt als die andere. Das ist alles eine Welt. Und du hast ein Universum in dir, eine Welt. Ja? Bei dir gibt es einen Makrokosmos. Du, wie du das Leben siehst, ist quasi deine Welt. Okay? So wie ich es sehe, ist es meine Welt. Und alles zusammen ergibt dann nochmal eine Welt. Aber wer sagt, dass die Welt des einen, deine, weniger wert ist, als die Welt, auf der wir glauben zu leben oder als die Welt von mir? Ja? Also da gibt es kein besser oder schlechter. Und deswegen hast du hier sehr, sehr starken Einfluss. Und da geht es weniger darum, wie die Dinge dir widerfahren, sondern vielmehr, wie du mit den Erlebnissen umgehst. Und das ist auch wieder die nördliche Mondknotenposition in Widder, dass du selbstwirksam, eigenverantwortlich entscheidest, dass du bestimmst, wie du mit den Erlebnissen umgehst. Nicht die Erlebnisse bestimmen dein Schicksal, sondern die Art und Weise, wie du das interpretierst, wie du das für dich zweckdienlich machst. Und da ist es einfach so, dass die rückläufige Saturn-Position in Fische diese Mars-Energie sehr stark blockiert jetzt. Sehr, sehr stark blockiert in den nächsten Tagen vom 17. bis so zum 23. Juli ungefähr, Höhepunkt am 20. Da kann es sein, dass du sehr frustriert bist, dass du das Gefühl hast, dass du nicht vorankommst, dass du das Gefühl hast, dass Leute dich aufhalten, dass du glaubst, dass das Establishment komplett gegen dich ist. Ja, kann ja auch vielleicht sein, aber du könntest Gefahr laufen, dass du zu viel Schuld Zuweisung ausübst oder dass du das abbekommst von jemandem, der dir die Schuld zuweist, der sagt, du bist schuld, ja, du bist schuld bezüglich der Klimaerwärmung, du bist schuld bezüglich der Armut, der Inflation, der Rezession, Virusverbreitung zum Beispiel, ja, whatever. Die Medien sich da einfallen lassen, um dir die Schuld in die Schuhe zu schieben. Okay? Und sowohl als auch, wie du siehst, ganz interessant. Ne? Und da ist es wichtig, dass du dir diese Schuld nicht, dass du diese Schuld nicht annimmst, wenn das auch nicht der Fall ist. Okay? Und hier bei dieser Position ist auf jeden Fall Geduld angebracht. Ja? Dass du, wenn du vielleicht hier nicht weiterkommst oder wenn du diese frustrierenden Energien verspürst und du das Gefühl hast, dass man einfach nicht will, dass
irgendwie, ne, das höre ich total oft in meinen Beratungen, dass meine Klientinnen und Klienten sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle gegen mich sind. Oder irgendwie habe ich das Gefühl, dass die letzte Zeit irgendwie alles gegen mich arbeitet. Und das ist so ein bisschen diese Zeitenergie. Das kann sein, aber auch wenn es so sein sollte, meistens ist es so eine Eigenwahrnehmung. Das ist die Selbstwahrnehmung, wie man glaubt, dass es so ist. Aber dass du ein Bewusstsein dafür generierst, ist es wichtig, dass du das verstehst, dass ich es dir anbiete und du einfach geduldig bist und sagst, okay, alles klar, es läuft gerade nicht so, wie es ist, aber das wird schon irgendwie. Ich kann vielleicht jetzt woanders weiterarbeiten. Sei flexibel. Diese Position impliziert Starrheit, Angespanntheit, richtige Starrheit, so eine Fixiertheit. Okay, und ein Bewusstsein dafür hilft dir, hier etwas flexibler zu werden, etwas mehr Lockerheit reinzubringen. Okay, und auch wenn du hier irgendwie frustriert bist, dass du nicht hier aktiv sein kannst oder dass du das Gefühl hast, warum ist es so hart? Warum muss das alles so hart sein? Es ist so anstrengend, es ist so hart, irgendwie selbst alles zu machen. Warum ist das Leben so hart? Das könnte relativ dunkle Gedanken aufbringen, ja? Dass du irgendwie dunklere Gedanken als sonst hast und du relativ frustriert bist und so eine Abwärts-Negativspirale erfährst. Und durchbreche diese Energie, indem du dir darüber Gedanken machst, dass vielleicht etwas mehr Flexibilität vonnöten ist und dass das Leben kein Sprint, sondern doch eher ein Marathon ist, oder nicht? Gewisse Sprints sind hier und da erforderlich, aber im Großen und Ganzen handelt es sich um einen Marathon. Und beim Marathon ist aber auch nicht das Ziel das Ausschlaggebende, das ist auch wichtig, aber beim Marathon ist auch die Reise wichtig, okay? Man will vielleicht auch die gute Aussicht während des Marathons genießen, okay? Und das hat dann eben damit zu tun, dass der Weg das Ziel sein könnte. Das möchte ich dir anbieten, dass du dir darüber Gedanken machst, okay? Dass du mit dieser Frustration dementsprechend umgehst. Das ist ganz wichtig, dass du für dich das verstehst, weil es kann sein, dass eben hier diese Anlaufschwierigkeiten jetzt bestehen bezüglich des nördlichen Mondknoten in Widder, dass die anfängliche Energie schwierig ist. Lass dich davon nicht beirren. Sei geduldig, lass ein paar Tage vergehen und mach kleine Schritte, ja, auch wenn du keine größeren machen kannst. Und das Problem ist, wenn du diese Energie, diese Frustration nicht rauslässt, implodiert diese und das ist dann destruktiv, gegen dich selbst gerichtet. Und da empfehle ich dir, versuch diese Energie irgendwie rauszulassen, indem du vielleicht die nächsten Tage, vielleicht wenn du das kannst, hoffentlich dich körperlich etwas mehr ertüchtigst. Irgendwie bin ich der Meinung, ich muss irgendwie intuitiv an Kampfsport denken bei dieser Position. Es ist eine sehr, sehr, auch eine starke Position, weil es ist eine sehr intensive Energie. Und wenn du diese Energie gekonnt bündelst, kannst du die wirklich sehr, sehr cool im Sport rauslassen. Und du kannst sie so gut rauslassen, dass du mehr Kraft und Power hast als sonst. Das ist unglaublich. Und diese Energie, die eigentlich gegen dich gerichtet ist, und die quasi implodiert, nimmst du einfach und externalisierst die, so kann man sagen, ja, in Form von Sport, okay? Und das ist mein Angebot für dich. Mach das. Wenn du die Möglichkeit hast, mach das. Ob es Kampfsport ist irgendwie, finde ich, in dem Kontext wirklich das Beste. Aber auch wenn nicht Kampfsport, mach Yoga oder mach irgendwie, du kannst Fitnessstudio oder einfach nur joggen gehen oder ein schnelles Gehen ist auch in Ordnung. Ich empfehle dir aber so einen längeren Gang, wenn du jetzt einfach schnell läufst. Ja? Wichtig ist nur, dass du so ungefähr eine Stunde dich mindestens ertüchtigst. Ey, du kannst ja natürlich auch 10 Minuten, 15 Minuten. Hauptsache, du ertüchtigst dich körperlich irgendwie. Das wird den Druck daraus nehmen. Das wird dir helfen. Und dass du dich nicht kleinkriegen lässt und du verstehst, es handelt sich jetzt nicht um einen Sprint und es läuft jetzt demnächst halt nicht einfach immer so, wie du das möchtest oder wie ich das möchte. Ja, manchmal laufen die Dinge eben nicht so. Und da ist einfach echt Geduld angesagt und vor allen Dingen Demut, Hingabe. Ja? Dass du dich hier und da auch der Situation hingibst und sagst, hey, ich kann jetzt nichts ändern. Kämpf da nicht gegen an.
Weil je mehr du dagegen ankämpfst, weil das ist auch diese Energie, gegen was anzukämpfen. Es kann passieren, dass diese Energie dafür sorgt, dass du schon quasi sehr martialisch oder martialisch, ja, wegen Mars, heißt sehr kriegerisch, gegen etwas kämpfst. Gegen das Establishment kämpfst, gegen die Politik, gegen andere Leute, gegen Feinde. Okay, und das ist Energieverschwendung. Da verpufft sehr viel, sehr wertvolle Energie. Und da empfehle ich dir, dass du ein Bewusstsein dafür generierst und du eben nicht diese Energie destruktiv gegen was verwendest, sondern für was und vielleicht auch für dich verstehst, ey, akzeptiere es einfach. Hingabe gleich Akzeptanz und Demut gleich, ey, ist okay, es ist gerade so. Es heißt aber nicht, dass es nur, weil es jetzt die nächsten Tage so ist, dass es so bleiben wird. Es ist jetzt so. Ein paar Tage und dann geht das Leben weiter. Und es kommen andere coole Dinge, okay? Aber wie gesagt, mit dem Bewusstsein kannst du diese Energie konstruktiv sehr geil in Sport rein investieren. Du wirst überrascht sein, wie viel Kraft du hast als sonst, wie viel mehr Kraft du als sonst hast. Okay, das ist so eines der wichtigsten Dinge für dich, die du verstehen solltest. Dann haben wir einen ganz anderen, noch sehr wichtigen Aspekt. Wichtig ist, der Mars hat sehr viel mit Ego zu tun. Es kann sein, dass hier dein Ego jetzt sehr, sehr stark aufschreit und sagt, ich will, ich möchte, warum lässt man mich nicht, warum kann ich nicht, warum ist sie mir im Weg, warum ist er mir im Weg, warum ist mein Arbeitskollege gegen mich, warum wird gegen mich gemobbt, warum will mein Vorgesetzter nicht, dass ich weiterkomme. Diese Energie nimmt das so ein bisschen an, ja, und das ist sehr viel so Ego, ne? So Ego, so ich will und warum kann ich nicht und das ist eher so ein bisschen eine Opferhaltung und dass du die Macht abgibst, weißt du? Und ich möchte dir anbieten, geh hier vielleicht etwas mehr in die Beobachterrolle und sage, okay, wo habe ich Einfluss und wo habe ich keinen Einfluss? Das ist ganz wichtig. Und da, wo du keinen Einfluss hast, akzeptiere das. Da, wo du aber wirklich Einfluss hast, da mach weiter und dann mache ich da was. Okay? Versuche hier irgendwie so stark, wie du kannst, Dinge hier positiv zu beeinflussen. Aber da, wo du keinen Einfluss hast, macht es keinen Sinn, dass du dich da aufregst. Und fall nicht in diese Falle hinein, dich da unnötig aufzuregen und dann gegen was zu kämpfen. Kannst es eh nicht ändern. Oder reg dich auf, bewusst, aber dann sag, okay, das habe ich jetzt gebraucht, ich muss jetzt einmal Dampf ablassen und jetzt ist aber auch gut. Das ist mein Angebot an dich. Du selber entscheidest natürlich, wie du mit dieser Energie umgehst. Dann haben wir einen anderen Aspekt und zwar, den spüren wir schon ab dem 17., aber auch das wird den Höhepunkt erreichen am 20. Und zwar, das ist die Sonne gegenüber des rückläufigen Pluto. Das ist eine ganz intensive Energie, die wir schon ab morgen spüren werden. Ja? Ich habe auch da schon bereits in dem Video hier unten verlinkt, Neumond im Krebs, auch da habe ich schon bereits darüber geredet. Ich will das jetzt mal kurz hier vertiefen, weil das ist ganz wichtig. Was bedeutet das? Rückläufige Pluto im Steinbock gegenüber Sonne im Krebs. Und dann auch eben im Neumond. Ne? Das ist eine sehr, sehr intensive Energie. Und die bedeutet quasi, aber auch die erfährt den Höhepunkt am 20. Und da ist aber der Mond nicht mehr dabei. Ja? Da ist dann nur noch die Sonne in Opposition zum rückläufigen Pluto. Und deswegen gehe ich jetzt hier stärker nur darauf ein, auf den rückläufigen Pluto in Steinbock in Opposition zu Sonne in Krebs. Am 20. aber auch diese Energie wird ab dem 17. spürbar. Am 20. spürst du da den Höhepunkt und flacht dann so langsam wieder ab und wird dann so aber noch am 22., 23. Juli zu spüren sein. Und diese Energie impliziert sehr viel Macht, Ohnmacht, Transformation, dass du quasi, die Sonne hat sehr viel mit deinem Ego zu tun, ja, dass du einfach Kontrolle haben willst. Aber durch den Pluto wird das hier sehr obsessiv und es gibt zwei Möglichkeiten, wie diese Energie sich hier manifestiert. Entweder du wirst Opfer von dieser Energie, indem Menschen sehr obsessiv Machtmissbrauch betreiben, manipulativen Machtmissbrauch betreiben und Einfluss auf deine emotionale Welt haben wollen und dein Leben so bestimmen, wie sie das gerne hätten, in Form vom Arbeitgeber oder Partner oder Freunde oder jegliche andere sozialen Kontakte. Das kann sein. Oder du selbst machst das. Ja? Oder aufgrund deines gewissen
Gefühls der Unzulänglichkeit oder dass du das Gefühl hast, aufgrund der Ängste, auf die ich ja gerade eben eingegangen bin, ja, dass du quasi obsessiv dir Macht aneignen willst, dass du sagst, nein, ich habe die Macht und wenn es sein muss, dann muss ich diesen Menschen schaden und auch wo gehobelt wird, fallen Späne, so nach dem Motto, okay, und das gibt dann eben ein paar Kollateralschäden. Und das sind nicht nur ein paar Kollateralschäden, du würdest dir sehr negatives, schlechtes Karma aufheimsen, indem du Menschen schadest, indem du diese Macht missbrauchst und quasi, hier ist es sehr, sehr wichtig, diese Energie, Sonne in Opposition zur Pluto rückläufig in Steinbock hat sehr viel damit zu tun, dass jetzt hier ein Ego sehr stark aufgeblasen wird quasi und sehr stark in die Verteidigung geht, beziehungsweise eher sehr stark in den Angriff geht, um sich zu verteidigen und glaubt, dass man hier manipulativ Machtmissbrauch ausüben muss, um sich selbst zu ermächtigen. Wichtig ist hier die Frage der Ethik und der Moral. Das hat hier sehr, sehr großen Einfluss. Ne? Die Frage, ob du, wenn du Opfer wirst, hat dein Gegenüber oder hat die Energie, die das auf dich, über dich ergehen lässt, eine Moral oder eine Ethik, dann natürlich fällt das nochmal anders. Oder du selbst. Ich gehe jetzt mal besser mehr auf dich selbst ein. Wenn du eben keine Moral und Ethik hast, dann ist das eine sehr gefährliche Energie. Dann kann es tatsächlich sein, dass du sehr, sehr missbräuchlich mit dieser Energie umgehst. Weil es ist auch eine sehr starke Energie. Ja? Es ist eine sehr starke Energie, die sehr obsessiv ist und sehr dafür sorgt, dass du hier einen gewissen Machtmissbrauch ausüben willst auf anderer Leute Kosten, um dich selbst zu ermächtigen. Okay, und ich empfehle dir, weil das Thema ist das Thema der Transformation und auch hier wieder die Hauptüberschrift Hingabe und Demut. Sei dir dessen bewusst, sei dir dieser Thematik bewusst und versuche das zu durchschauen, versuche ein Bewusstsein dafür zu generieren, weil die Sonne steht für dein Bewusstsein und hier ist es wichtig, inwieweit du schon ein Bewusstsein generiert hast und inwieweit du schon deine Heldenreise von dem kleinen, niederen Selbst, was noch sehr ego-verhaftet ist und glaubt, dass all das, was das Ego sagt, richtig ist, oder ob du schon sehr stark deinem höheren Selbst dich annäherst, okay? Und darum geht es hier auch in der Astrologie und überhaupt im Leben und auch darum, was mein Ziel ist. Also ich möchte dir vermitteln, dass es das Wichtigste ist, sich seinem höheren Selbst zu nähern. Und das Ego nicht der Boss ist, sondern der Ego und das Ego der Diener. Und wir, unser Selbst bestimmt, wie wir hier ausführende Gewalt ausführen. Ja? Ganz, ganz wichtig. Und da ist es wichtig, dass wir einen sehr zweckdienlichen Aspekt zu dieser Position erfahren. Und zwar ist das der rückläufige Neptun in Fische, im Trigon zur Sonne in Krebs. Das ist ein sehr, sehr, sehr positiver Aspekt und der entschärft diese spannungsgeladene Opposition zu dem rückläufigen Pluto im Steinbock, weil der dafür sorgt, dass diese rückläufige Neptun-Energie in Fische uns sehr sensibel und sehr feinfühlig werden lässt. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie man mit dieser Energie umgeht. Das eine ist, man ist sehr ängstlich, so voller Angst, dass man in den Angriff geht und anderen Menschen schadet und wehtut, so eine Art Verzweiflung und schon quasi Panik, weil Angst geleitet. Das wird aber dann irreparable Folgen haben können. Oder du ladest dir aufgrund dessen halt echt ganz blödes, schlimmes Karma auf, ja, was auf jeden Fall auf dich zurückkommen wird. Oder aber du nutzt diesen harmonischen Trigon-Aspekt zum Neptun rückläufig in Fische und verstehst über deine Sensibilität, über dein Feingefühl, was derzeit dann auch vorhanden sein wird, dass Moral, Ethik, Gut und Böse wichtig sind. Ein Bewusstsein dafür wichtig ist. Dass es wichtig ist zu verstehen, dass es keine Ausrede dafür gibt, jemanden schaden zu können, zu wollen. Ja, also es ist nicht gut, jemanden zu schaden. Wenn du dich gerade in einer Situation befindest, wo du jemanden schaden musst oder du glaubst, dass du jemanden schaden musst, dann stimmt was nicht mit dem System, in dem du dich da befindest. Hinterfrage das. Entwickle ein Bewusstsein, weil das impliziert auch eine Chance.
Ja, es ist unangenehm, es ist überwältigend, dieser Zustand, aber impliziert eben auch die Chance der Transformation durch Hingabe. Hingabe gleich wieder Akzeptanz, ja, dass du verstehst, ey, ich kann hier gewisse Dinge einfach gerade nicht ändern. Ich kann mich beeinflussen, aber ich kann nicht mein Gegenüber beeinflussen. Ich kann nicht mein Umfeld beeinflussen. Ich kann mich beeinflussen und ich kann mein ganz, ganz nahes Umfeld vielleicht irgendwie bestimmen, was ich zulasse und was nicht, wo ich Grenzen ziehe und wo ich Dinge toleriere. Das entscheide ich selbst und das macht dich sehr, sehr mächtig, weil das ist auch eine sehr mächtige Position. Zwar sehr spannungsgeladen, aber auch sehr mächtig. Sehr mächtig dahingehend, dass du auch da die Möglichkeit hast, wirklich positiv zu transformieren, aber dass du dich auch deinen Themen stellst und dass du stark im Glauben bist, weil diese Position erfordert einen starken Glauben, eine Moral, eine Ethik. Es ist so ein bisschen damit zu vergleichen, da werde ich auch noch mal ein Video zu machen, und zwar die Thematik, die skorpionische Thematik. Ja? Skorpion ist das unbeliebteste Sternzeichen von allen. Das hat einen Grund und das ist deswegen, meiner Meinung nach, dass die meisten Skorpionmenschen, die so Mist bauen oder die sehr missbräuchlich sind und Menschen wehtun, das sind meistens Skorpionmenschen oder sehr skorpionisch geprägte Menschen, das heißt Aszendent Skorpion oder plutonisch geprägt oder sehr viele Planeten im achten Haus oder im Skorpion, dass da Menschen sind, die keine Moral haben, die keine Ethik haben, ja, die nur in der Materie sind. Und dann macht dich das zu einer unglaublich gefährlichen, skrupellosen Person, ne? Weil du ja keine Folgen fürchten musst oder du glaubst so, egal, ne? So ist das Leben, das habe ich mir so nicht ausgesucht und das legitimiert alles, was ich jetzt hier tue und ich möchte hier auf jeden Fall Macht haben. Ja? Warum habe ich dann das Gefühl der Macht? Weil ich habe das Bedürfnis der Macht, sonst hätte mir die Natur das ja nicht gegeben, könnte jetzt eine Ausrede sein zum Beispiel. Okay? Das hat so ein bisschen diese Energie. Ja? Und das ist auch der Grund, warum die meisten Skorpione unbeliebt sind, weil du kannst selber dir diese Frage beantworten, die ich jetzt stelle. Was glaubst du, wie viele Menschen hier eine würdevolle, ethische Moral haben, ja, die einen Glauben haben und die Prinzipien haben, die für sich gerade stehen und die Prinzipien treu sind? Wie viele Menschen gibt es davon? Jetzt mal ganz ehrlich, leider zu wenige, bin ich der Meinung. Okay, und wenn ich jetzt überlege, wenn die meisten Menschen jetzt eben nicht so sind, und wir haben ja auch eine ganze Menge Skorpione da draußen, und wenn die meisten Menschen nicht so sind, wird auch bei den meisten Skorpionen vielleicht ähnliche Themen vorhanden sein. Und beim Skorpion-Thema ist das Thema der Macht eines der stärksten Themen. Okay? Und da wird eben Machtmissbrauch betrieben, wenn man keine Moral, keine Ethik und keinen Glauben hat, keine Integrität besitzt. Okay? Und für sich nicht verstanden hat, dass es etwas Gutes und etwas Böses gibt und du die größte Macht hast, nämlich eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung da ist, will ich das Gute oder will ich das Böse? Dass du nicht in die Opferhaltung gehst, dass du sagst, nee, ich habe die Macht, mich zu entscheiden. Ja? Und nicht irgendwie zu sagen, ja, ich bin Opfer, ich kann nichts dafür, empfehle ich dir nicht. Du bist mächtiger, als du glaubst. Alleine, dass du eine Entscheidung treffen kannst, wird dir ein Gefühl der Würde verleihen. Und wenn du wolltest, also wenn du könntest, wenn du wolltest, aber sagst, nein, ich mache das nicht, ich werde diesen Machtmissbrauch jetzt nicht betreiben, weil meine Glaubens- und Wertesysteme, meine moralidealen Vorstellungen mir das verbieten. Okay? Und mir ist auch egal, was der, die, das oder die Gesellschaft sagt, ich stehe hierfür ein. Ich habe das für mich in der Tiefe durchfragt, durchdacht und das ist mein solides Glaubenssystem. Und da lasse ich mir von niemandem reinreden. Okay? Und ich möchte mich ganz klar für das Gute oder ich habe mich für das Gute entschieden, was ich jeden Tag immer wieder auf ein Neues tun muss, weil ich weiß, dass ich immer wieder jeden Tag wieder neu geprüft werde und das Böse nicht lange auf sich warten lässt und wieder anklopft, aber sogar noch krasser, sehr subtil dich untergräbt und unterwandert und über dein Ego dich dann eben meistens auch kassieren möchte. Und deswegen ist es total wichtig, dass du für dich ein Bewusstsein für das Ego bekommst, was es mit dem Ego auf sich hat, damit du dich nicht hier hinters Licht führen lässt. Und der größte Feind in den nächsten Tagen, und das ist eigentlich fast immer der Fall, sind wir selbst.
Okay, das sind unsere Gedanken, das Ego, ja, was uns Streiche spielt, was uns irgendeine Story erzählt, wo wir glauben, ja, es ist doch so. Und diese Zeit würde ich dafür verwenden, um da in die Transformation gehen, diesen Neptun-Aspekt hier gewinnbringend zu verwenden, um hier eine Transformation noch stärker einzuleiten, weil du wahrscheinlich ja schon dich in einer Transformation befindest. Oder es ist jetzt die Initiation dafür. Kann auch sein, okay? Aber Manifestation hat immer mit Schmerz zu tun. Schmerz ist hier leider sehr wichtig. Ne? Und da ist es auch wichtig, hier nicht einfach nur Schmerz zu betäuben, sich abzulenken, sondern da reinzugehen, zu verstehen, warum habe ich das? Ja? Das ist ja ein Warnblinksystem, was ja nicht umsonst einfach da ist. Ja? Ein Schmerz kommt ja nicht einfach so, ein emotionaler schon mal gar nicht. Ja? Da gibt es Gründe dafür, warum du dich da nicht wohl fühlst. Ne? Aber das würde jetzt einen Rahmen sprengen, wenn ich jetzt auch noch da tiefer einsteige. Aber da könntest du zum Beispiel jetzt die Astrologie hervorragend für zu verwenden, warum du gewisse Schmerzthemen hast. Ein weiterer Aspekt hier ist total wichtig. Also nochmal, der Neptun hilft dir, das zu entschärfen und ein Mitgefühl zu generieren. Neptun hat sehr viel mit Mitgefühl zu tun, Sensibilität und dass du helfen willst, dass du für dich verstehst, dass es hier nicht nur um dich geht. Hey, du bist total wichtig, du bist super, super wichtig. Aber das Wichtigste ist, dass du mit deinem Sein, mit deinem Selbst deine beste Version wirst, um deinen konstruktiven Beitrag in dieser Gesellschaft zu leisten, aber nicht im aufopfernden Sinne, weil der Neptun ist gerade rückläufig. Das heißt, dieses Aufopfernde, weil das ist eines der Neptun-Themen, sind gerade so etwas runtergefahren. Ja? Und das ist gut gerade. Dieser Aspekt ist deswegen noch stärker, weil hier nicht von dir verlangt wird, dich aufzuopfern. Es geht hier nicht um Aufopferung. Okay? Das verstehen ganz viele falsch, meiner Meinung nach. Opfer dich hier nicht auf. Es geht hier darum, dass du deine beste Version wirst, aber nicht auf Kosten anderer. Und dass es Spaß macht und dass es dir ein unglaublich wertvolles, wenn nicht sogar das wertvollste Gefühl der Würde verleiht, mit deinem konstruktiven Beitrag, mit deinen geilen Talenten. Und jeder von uns hat ein besonderes Talent, ausnahmslos. Auch wenn du jetzt sagen wirst, ja, aber ich kenne mein Talent nicht. Glaube mir, auch du hast ein Talent. Und das Witzige ist, das merke ich immer wieder bei meinen Beratungen, die Talente, die ich hier ans Tageslicht bringe, die sind meistens für die Menschen total selbstverständlich und sagen, ja, das ist doch kein Talent. Und ich muss dann erstmal erklären, doch, das ist ein Talent. Das ist nicht selbstverständlich, was du hier hast. Ja? Wenn du das mit dem vergleichst, die haben das nicht. Und dann kommt meistens die Antwort, ja, stimmt eigentlich, hast du eigentlich recht. So, ne? Und die gar nicht ein Bewusstsein für ihre Talente haben. Und gar nicht irgendwie an ihren Talenten arbeiten, weil es ist gerade im deutschsprachigen Raum leider der Fall, dass wir nur an unseren Schwächen rumfrickeln und rumarbeiten. Und das ist meistens nicht so angenehm. Hey, natürlich sollen wir auch an unseren Schwächen rumbasteln, rumarbeiten, aber der Hauptfokus sollte auf unsere Talente gerichtet sein, ja? Dass wir uns auf unsere Talente konzentrieren. Aber leider im deutschsprachigen Raum ist der Fokus nicht auf die Talente gerichtet. Und leider gibt es hier Energien, meiner Meinung nach, die auch nicht möchten, dass du dich selbst erkennst, dass du die beste Version wirst und sehr mächtig wirst und du hier deinen konstruktiven, positiven Beitrag leistest. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist wichtig, dass du für dich das verstehst, dass du diese Neptun-Energie, den Trigon, für dich selbstwirksam umsetzt, indem du empathisch wirst, Mitgefühl hast und du für dich verstehst, dass du über deine beste Version mit deinen Talenten nicht aufopfern, sondern eher einen Beitrag leistest mit deinen Talenten und für andere da bist, für Schwächere, für Leute, die vielleicht gerade nicht so gut aufgestellt sind. Und glaube mir, es gibt immer Menschen, denen es noch schlechter geht als dir. Immer. Und wenn du denen hilfst, gibt es dir ein Gefühl der Würde. Und das ist meiner Meinung nach, das ist eines der nachhaltigsten Gesundheitskonzepte oder Medizine oder Medikamente, ja, indem du versuchst, dein Leben würdevoll zu gestalten, durch Aktionen dir Würde zu nehmen, ja, dass du dich würdevoll fühlst. Würde ist ganz, ganz wichtig. Ich finde es auch traurig, dass hier viel zu wenig über die Begrifflichkeit Würde geredet wird. Würde ist super, super, super wichtig. Ja, auch hier in der Astrologie, finde ich, werde ich noch die Würde in zukünftigen Videos noch sehr, sehr hoch halten, weil das macht dich sehr, sehr mächtig und sehr stark und gibt dir dieses Selbstvertrauen, wenn du für dich auch weißt, ich habe es mir bewiesen, hier würdevoll durchs Leben zu schreiten. Es hat was Heldenhaftes. Aber auch das wird ja leider in dieser Gesellschaft sehr untergraben und lächerlich gemacht. Ja, heldenhaft, bist du romantisch, bist altmodisch. Was redest du von Heldentum?
Heldentum ist wichtig, okay? Und wichtig ist, dass du der Held in deiner Story wirst. Ja? Ein jeder von uns sollte der Held in seiner Heldenreise sein, in seinem Leben, in seinem Universum, in seinem Kosmos. Darum geht es hier auf dieser Welt. Das Thema sind auch hier Parallelwelten, Quantenphysik, Quantenmechanik, aber das ist nochmal was anderes. Aber das ist für mich ein sehr interessantes Thema, weil ich da meine Abschlussarbeit drin gemacht habe in der Quantenphysik. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, aber das würde jetzt in den Rahmen sprengen. Nun gut, also auf jeden Fall ist es wichtig für dich, dass du für dich verstanden hast, dass du hier selbstwirksam wirst, transformierst und du verstehst, dass du hier Würde hast, indem du Dankbarkeit kultivierst, indem du für andere da bist und du verstehst, welche Talente du hast und wie du deine Talente gewinnbringend für die Gesellschaft einbringst, ohne Opfer zu bringen, weil deine Talente, es macht Spaß, seine Talente zu leben, seine Talente auszudrücken, weil du hast die nicht einfach nur zum Spaß geschenkt bekommen, deine Talente, okay? Das hat meistens einen Grund, warum du diese Talente hast und genau da ist die Astrologie unglaublich stark, hier anzuhebeln, um dir das zu übermitteln. Wir haben einen weiteren Schauplatz, den ich schon in den vorherigen Videos beschrieben habe, den ich hier aber nochmal hier anführen will. Der ist immer noch vorhanden, dieser Transit. Und zwar, das ist Uranus im Stier im Spannungsquadrat zur Black Moon Lilith in Löwen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Sonne über den Löwen herrscht. Deswegen müssen wir uns anschauen, was gerade im Tierkreiszeichen des Löwen passiert. Wir haben auch die Venus im Löwen, welche sich ab dem 22. rückläufig verhalten wird. Das ist auch ganz wichtig, weil die Venus hat sehr viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Ja? Und das im Löwen spielt nochmal eine ganz besondere Rolle. Aber das ist so wichtig, dass ich noch ein gesondertes Video zu rückläufigen Venus in Löwen kreieren werde. Okay? Wichtig ist aber jetzt hier, dass ich nochmal diesen Spannungsaspekt von Uranus in Stier zum Black Moon Lilith in Löwe dir erläutern will. Okay, Black Moon Lilith hat mit deinen Schattenthemen zu tun, hat damit zu tun, steht für die wilde Weiblichkeit, okay? Für die wilde Weiblichkeit, für die Amazonen in dir oder für die Wildheit in dir. Auch wenn du ein Mann bist, okay? Und mit der wilden Weiblichkeit ist die wilde primitive, instinktive Emotionalität gemeint, okay? Deine Schattenthemen, das sind die Themen, die dich vielleicht sabotieren, die dich unterbewusst negativ beeinflussen. Und wir alle haben Schattenthemen, die wir nicht anschauen wollen, weil das keine angenehme Sache ist. Wenn wir das nicht tun, dann passieren Dinge, die sich unserer Macht entziehen, weil dann arbeitet diese Energie unterschwellig. Okay? Und Black Moon Lilith in Löwen hat dann sehr viel mit deinem Selbst zu tun, ja? Dass du quasi sehr stark dich selbst ausdrücken willst oder durch den Uranus im Stier dir jetzt plötzliche Dinge widerfahren, die quasi dein Selbst untergraben, die deine Identität untergraben, okay, die dir irgendwie gewisse Schattenthemen plötzlich um die Ohren knallt, okay, weil Uranus hat mit plötzlichen Ereignissen zu tun. Plötzliche Ereignisse und Stier hat mit Selbstwert zu tun, mit Urvertrauen zu tun und dass es passieren kann, jetzt auch die nächsten Tage, ne, so ab morgen, aber jetzt eigentlich schon die letzten Tage auch schon, das ist schon ein längerer Transit, ne, der wird auch noch was länger anhalten, dir über plötzliche Ereignisse deine Schattenthemen um die Ohren geknallt wird. Und jetzt stell dir vor, all das, was ich gerade gesagt habe, noch gepaart jetzt hiermit. Du siehst, das ist nicht einfach. Ja? Da ist es ganz, ganz wichtig, dass du hier für dich Demut kultivierst, Hingabe, dich gewissen Dingen hingibst, aber nicht Hingabe so in einer Art von Opfertum, dass du sagst, ey, ich kann eh nichts machen und gib dich komplett hin. Es gibt gewisse Themen, wo du keinen Einfluss hast. Da ist Hingabe angebracht, aber es gibt andere Themen, wo du doch Einfluss hast. Ja? Das ist keine Entweder-Oder-Nummer oder alles oder nichts. Ja? Es gibt eine Menge Grautöne und versuche hier etwas genauer zu sein und versuche dir da die Frage ehrlich zu stellen, wo hast du wirklich keinen Einfluss oder wo hast du wirklich Einfluss und übe ihn dann aber auch aus und sei nicht zu hart mit dir, wenn du vielleicht gerade auch so, wenn die Energien gerade sich etwas überhäufen und du für dich auch hier und da mal in die Lähmung
gehen könntest aufgrund dieser plötzlichen Ereignisse, ist in Ordnung. Geh auch da in die Akzeptanz. Kämpf nicht dagegen an, weil diese Energien, die nächsten Tage, die jetzt stärker vorherrschen, meiner Meinung nach, ist so, gegen was zu kämpfen. Ja? Dass dein Ego irgendwie alle Geschütze auffährt, um gegen was zu kämpfen, weil Angst motiviert. Ja? Weil du glaubst, etwas angreifen zu müssen, weil du dich gerade hier in Gefahr befindest. Aber wenn du ganz ehrlich bist und wirklich mit dir im Reinen bist oder dich selbst hinterfragst, eigentlich du keine Angst haben brauchst, weißt du? Und du ein Bewusstsein für dich generierst und du einfach mal vielleicht stehen bleibst und einfach mal sagst, hey, was passiert hier gerade? Ein Bewusstsein dafür zu generieren, okay? Und dich vorbereiten, aber vorbereiten, aktiv vorbereiten und die Dinge zu machen, die du jetzt machen kannst und da, wo du keinen Einfluss hast, in die Akzeptanz, sprich Hingabe zu gehen, in die Hingabe zu gehen, in die Demut vor allen Dingen ist ganz wichtig, dass du für dich verstehst, es gibt hier mächtige Kräfte, die sind stärker als wir und die sind uns aber eigentlich immer wohlgesonnen, dass egal was passiert, passiert es eigentlich für dich, nicht gegen dich. Gegen dich passiert es, wenn du die Perspektive negativ darauf richtest. Für dich passiert es, wenn du dich selbst ermächtigst und du die Entscheidung triffst, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und willentlich ein Bewusstsein dafür generierst, dass etwas für dich passiert. Auch wenn es schmerzhaft ist. Aber ganz ehrlich, wenn du mal rückblickst in dein Leben, welche Dinge haben dich in die Entwicklung gebracht? Welche Dinge haben dich nach vorne gebracht? Die freudigen Momente oder die schmerzhaften Momente? Bei mir waren es definitiv die schmerzhaften Momente. Und das ist auch meistens so. Das heißt nicht, dass wir uns stetig im Schmerz befinden, aber es wäre wichtig, dass du für dich ein Bewusstsein für den Schmerz generierst, dass du für dich verstehst, dass ein Schmerz Teil der Reise ist und du dich nicht zu sehr betäubst. Hey, hier und da mal eine Auszeit ist wichtig, aber ständig zu betäuben oder sich irgendwas einzureden, um irgendwie Schmerz zu vermeiden. Ja, lieber geht man mal kurz durch den Schmerz, als auf lange Sicht gesehen dann sehr, sehr qualvolle Energien auf sich zu ziehen, die dann irreparabel sein können. Ja? Das ist ganz wichtig, dass du für dich ein Bewusstsein dafür hast. Okay, ich hoffe, ich konnte dir hier weiterhelfen mit den derzeitigen zeitqualitätstechnischen Energien in den nächsten Tagen. Trotzdem würde ich gerne wissen, was du mit all diesen Themen, die ich hier in diesem Video genannt habe, für praktische Erfahrungen gesammelt hast. Bitte teile deine praktischen Erfahrungen und Wissen mit unserer Community und hinterlass uns gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community willst, bist du herzlichst willkommen. Abonniere gerne meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du informiert wirst, sobald ich hier wieder ein neues Video hochgeladen habe. Schön, dass du hier warst, dein Ryan. Bis zum nächsten Mal.